Deine Frau, die ihr Leben einer Sache gewidmet hat, Putin die Stirn bieten. Sie hat Putin den politischen Kampf angesagt. Ja, wir sehen es hier. Pussy Riot, eine russische Punkband, die nicht nur mit Musik Schlagzeilen macht und gemacht hat. Die russische Punkband, sie ist viel, viel mehr, nämlich eine Protestband. Sie besteht aus mutigen Frauen, die für das kämpfen, was Putin fürchtet, nämlich für Demokratie und für Freiheit. Ja, Putin drangsaliert diese mutigen Pussy Riot-Frauen seit mehr als 10 Jahren. Gefängnis, Straflager, Hausarrest. Beeindrucken lassen die sich nicht so recht davon. Immer weitere mutige Aktionen, Demonstrationen für die Freiheit und gegen Putin und sein System. Und allen voran sie, Maria Ajochina. Sie musste lange für diese Proteste, für diese mutigen Aktionen in ein Straflager. Ja, weil sie eben auch in einer Kirche gegen Putin protestiert hatte. Na, weil Putin sie aus dem Weg räumen wollte, wohl eher für immer. Aber Maria Ajochina hat weiter gekämpft und sie wird trotzdem weiter drangsaliert. Hausarrest schon wieder, weil sie den seit mehr als einem Jahr inhaftierten Putin-Kritiker Nawalny offen unterstützt. Und jetzt die spektakuläre Nachricht. Maria Ajochina gelingt die Flucht aus Russland. Eine Flucht wie aus einer Agentengeschichte. Sie verkleidet sich als Mitarbeiterin. Hier sehen Sie diese Fotos als Mitarbeiterin eines Lieferdienstes. Rein in die grüne Uniform, Kapuze auf, Mütze, Schal, hinten den Rucksack drauf. Und so hat sie Russland verlassen. Weg von Putin. Raus aus diesem Staat. Raus und rein in die Freiheit. Und jetzt ist sie bei Bild. Bei Bild Live. Herzlich willkommen. Eine Heldin heute früh, Maria Ajochina. Schön, dass Sie bei uns sind, Frau Ajochina. Was wir natürlich erstmal wissen wollen, diese Flucht, diese spektakuläre Flucht, wie haben Sie das erlebt? Was ging Ihnen da durch den Kopf? Was waren das für Stunden, die Sie da erlebt haben, als Sie es endlich rausgeschafft haben? Was ich für Gedanken hatte? Also ich war sehr froh, dass ich angekommen war, dass es geklappt hatte. Ich bin sozusagen auf Tour gegangen. Heute gibt es das erste Konzert. Das ist auch das Ziel meiner Reise. Und die Überschreitung der Grenze war natürlich in erster Linie durch den Wunsch bedingt, aufzutreten und der Ukraine zu helfen. Wir haben ein neues Lied geschrieben gegen den Krieg, welches wir heute zum ersten Mal aufführen werden. Das war das Ziel. Sie haben es gerade gesagt, Ihr Leben haben Sie diesem politischen Kampf gegen Putin verschrieben. Jetzt sind Sie raus im Moment aus Putins Land, aus Russland. Spüren Sie gerade hier in Berlin, hier in diesem Studio, ein bisschen was von Freiheit? Also ich hatte eigentlich nicht das Ziel, Russland zu verlassen. Ich bin auf meine Tour aufgebrochen und ich hatte keine Pläne darüber, wo ich mich nach der Tour aufhalten würde, nach dem Gastspiel. Aber der russische Staat hat mir meinen internationalen Pass abgenommen, meinen Auslandspass. Und deshalb mussten wir diese ungewöhnliche Sache durchziehen. Aber ich hatte nie den Gedanken an Emigration. Ich freue mich natürlich, dass das alles geklappt hat, trotz aller Schwierigkeiten, dass ich hier bei Ihnen sein kann und auftreten kann. Aber ich habe weiter keine Pläne. Ich frage nach Freiheit. Auch wenn Sie immer sagen, eigentlich will ich gar nicht raus aus dem Land. Aber es ist ein Unterschied im Moment. Ich hoffe, Sie können mich hören, zwischen Berlin und Moskau. Und trotzdem, Putins Arm reicht auch bis hier, nach Deutschland, bis nach Berlin. Auch hier gab es Opfer von Wladimir Putin. Deswegen nochmal die Frage, spüren Sie hier so etwas wie Freiheit? Fühlen Sie sich in diesen Stunden sicher und frei? Also, ich fühle mich erleichtert hier. Es ist leichter für mich hier in Russland, in erster Linie deshalb, weil wir dort die Militärzensur haben, faktisch. Und wenn wir oder während wir hier in Europa offen darüber sprechen können, dass wir die Ukraine unterstützen, dass wir hier ukrainische Flaggen zeigen können und Banner gegen den
diesem Krieg. Das ist cool. Und in Russland kann man ja für solche Sachen ins Gefängnis gebracht werden. Und zwar ziemlich lange. Und Sie waren tatsächlich schon im Gefängnis in Russland, im Straflager. Wie schlimm ist das? Beschreiben Sie das mal unseren Zuschauerinnen und Zuschauern, wie sich das anfühlt, in so einem Straflager zu sein. Wie ist man da mit Ihnen umgegangen? Also, erstens sind bei uns die Frauen in den Straflagern, die nicht so streng sind, aber ich war dort 2 Jahre und das ist schon ein System, welches die Gulags kopiert mit einigen geringfügigen Änderungen. Es sind Lager, in denen die Menschen arbeiten müssen. Es sind also Arbeitslager, 6 Tage die Woche, 10 bis 12 Stunden. Stunden am Tag, man muss Uniform anhaben und man arbeitet für 3 Euro im Monat. Das ist also praktisch Sklaverei. Und ich denke, die wichtigste Schlussfolgerung, die wir daraus ziehen konnten, das ist, dass die Medien sozusagen über dieses Gefängnisse berichten und auch über die Strafprozesse und jetzt auch über den Krieg in der Ukraine. Und wir haben jetzt verstanden, dass wir nicht mehr, dass wir nicht im Gefängnis sein dürfen. Das tun wir rund um die Uhr, über diesen schrecklichen Angriffskrieg zu berichten. Sie kämpfen seit mehr als 10 Jahren gegen Putin mit Ihren Aktionen, mit Ihrem Leben, muss man sagen. Würden Sie heute sagen, Putin ist schwächer denn je oder ist er so, wie wir ihn ja durch die Bilder vor allen Dingen aus der Ukraine sehen, so stark? Ich denke, dass diese Repressalien, die Putin gegenwärtig vornimmt, die wir ja vorher nie gesehen haben, nur durch einen schwachen Menschen ausgeführt werden können. Und die Verantwortung für das, was er tut, für seine Handlungen, oder die Verantwortung trägt jetzt der Westen dafür, dass das nicht weitergehen kann. Also die westlichen Länder haben Öl und Gas gekauft und an Putin Waffen verkauft. Ja, Deutschland kauft weiter Öl und Gas. Ist das Ihre Forderung, wenn Sie hier in Berlin sind, in Deutschland sind, bei Bild Live sind, ganz klar, hört auf damit? Ja, ich bin für ein Embargo. Denn ich weiß, wofür dieses Geld ausgegeben wird, dafür uns ins Gefängnis zu werfen, uns zu schlagen, uns zu verfolgen. Dafür wird dieses Geld verwendet, was der Westen bezahlt. Sagt Maria Aljochina, ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren, dass Sie Ihre Geschichte mit uns geteilt haben. Dankeschön und Ihnen ganz viel Glück auch.